Wir sind ein Familienbetrieb, in der dritten Generation arbeitet. Seit 73 Jahren betreiben wir Gastronomie. Und das machen wir nach wie vor mit Leidenschaft und Feuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen uns stellvertretend für die Familienbetriebe, die draußen arbeiten und so weiter. Das sind Familienverbände, der Auszubildende wird zum Freund, wird zum Familienmitglied. Wichtig ist, wir holen uns, schau dir den jungen Mann an, den jungen Menschen an. Und dann musst du einen Zugang finden. Wie spreche ich ihn an? Wie kann ich mit ihm Erfolge machen? Für einen ist ein Erfolg, dass er die Prüfung besteht. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Also da gehen wir ganz vorsichtig rein und sagen einfach nur bestehen, eine Chance, eine Perspektive im Leben zeigen. Andere müssen gefördert werden. Der eine braucht ein bisschen Druck, Drall und Geschwindigkeit. Der andere braucht einfach väterliche Fürsorge. Und das können wir, glaube ich, stellen. Dieses familiäre Verhältnis zu meinem Chef, das hatte ich bis jetzt in keinem Betrieb. Ich habe vorher schon in anderen Betrieben gekellnert, aber dieses familiäre hier, das ist einmalig. An dem Frontcooking ist ganz cool. Man hat direkt Kontakt zu den Gästen, das positive Feedback, wenn sie gehen, das, ich sag mal, das pusht einen so ein bisschen. Das sind wir, glaube ich, was uns ein bisschen besonders macht. Also wir lassen unsere Auszubildenden klassisch nach der Ausbildung ziehen. Die sollen sich die Welt anschauen und kommen dann wieder zurück. Und wenn sie sich das zweite Mal für uns entscheiden, dann wissen wir genau, die bleiben sehr, sehr lange. Im Moment haben wir 7 Köche und von 7 Köche haben 6 bei uns die Ausbildung gemacht. Letztendlich beobachte ich im Moment die Auszubildenden, die sich bewerben, die ich auf Wettkämpfen sehe, in Meisterschaften sehe, dass wir im Moment Jugendliche und junge Menschen ansprechen, die sich ganz bewusst auf diesen Beruf einlassen. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft eine ganz starke Generation formen können. Es liegt aber an uns, den Arbeitsspektrum, die Arbeitsplätze, die Mentalitäten in der Gastronomie, Hotellerie besser zu gestalten. Und ich glaube, das ist der Auftrag an dieser älteren Generation, die jetzt noch die Zügel in der Hand hat, wo wir daran arbeiten müssen. Und das können wir gemeinsam schaffen.